Neben mir sitzen Pater Franklin Rodriguez, gerade auf einer ungefähr dreiwöchigen Deutschlandreise, und Jürgen Floh, der Vorsitzende der Indienhilfe Deutschland. Ich freue mich, dass wir hier zusammen sind und dass wir ein bisschen sprechen können über die Indienhilfe und ihre Projekte in Indien. Und die erste Frage, die First Question an Father Franklin. Father Franklin, Sie setzen sich seit Jahrzehnten für die Ärmsten der Armen ein, besonders für Kinder. Bitte beschreiben Sie uns einmal, wie sieht denn eine Kindheit in Armut in Indien aus? Children are very poor and they're coming from very far places. They have no house. Die Kinder sind sehr arm. Sie kommen zu uns oft von sehr weit her. Sie wohnen nicht in Häusern. Sie haben keine Kleidung. Wenn sie krank sind, gibt es kein Krankenhaus für sie. Sie haben kein sauberes Trinkwasser. Und diese Kinder nehmen wir auf, um ihnen zu helfen. Das sind die Ärmsten der Armen, besonders auch die, die keine Eltern haben. Sie müssen gehen. Und derjenige, der ihnen die Hand reicht, ist ein großer Segen für sie. Die Kinder wollen aus ihrer Armut ausbrechen. Okay. You want to fight poverty? Sie möchten der Armut entgegentreten. Deshalb haben Sie mehrere Schulen und Hostels aufgebaut, in denen Sie jährlich 200 Kinder neu aufnehmen. Dort bekommen Sie ein Dach über den Kopf, regelmäßige Mahlzeiten und eine schulische Ausbildung. Gab es einen Schlüsselmoment für Sie, der Sie zu alledem geführt hat? Ja, from the beginning, when I wanted to become priest, I joined. Ja, von Anfang an. Als ich Priester werden wollte, ging ich zur Missionarsgemeinschaft von St. Franklin Xavier. Wir nennen uns auch Gemeinschaft von Pilar. Von Anfang an haben unsere Leiter uns klargemacht, dass wir hinausgehen müssen, um den Ärmsten der Armen zu helfen. Das wollen wir. Den Ärmsten der Armen helfen. Als ich Schüler war, hat mich mein Direktor auf Missionen nach Nagar Haveli mitgenommen. Dort habe ich so viele arme Kinder gesehen. Ich war inspiriert. Ich wollte, dass Gott mich dorthin bringt. Ich habe zu ihm gebetet, dass er mich an diesen Ort bringen möge, um dort den armen Kindern zu helfen. Als ich dann Priester war, hat er mich dorthin geschickt. Er schickte mich: Geh jetzt. Geh nach Nagar Haveli. Ich war sehr glücklich. Das war mein Himmel. Okay. Also eine Art Berufung ist es gewesen. Ein Schlüsselmoment gab es für Sie, Herr Floh, die Indienhilfe Deutschland zu gründen. Davon haben Sie mal berichtet. Sie haben 2008 die Indienhilfe Deutschland gegründet. Dem ging eine Reise nach Indien voraus und es gibt eben einen bestimmten Moment. Können Sie uns noch mal mitnehmen an diesen Ort und an die Zeit und an diesen Moment, und dass wir uns gemeinsam erinnern, was ist da passiert? Also wir sind 2008 nach Indien geflogen, um Pater Franklin zu besuchen. Erst waren wir in Bhopal, haben die Mission in Bhopal besucht. Anschließend ist Pater Franklin mit uns nach Kalkutta geflogen. Und bei einer Armenspeisung unter einer Brücke hat Pater Franklin mit den anderen Priestern Essen verteilt. Und da kam ein junger Mann mit einem 4 Wochen alten Baby auf meine Frau zu, legt ihr das Baby in den Arm und sagt: Für 20 Euro kannst du das Kind kaufen. Wir haben dann lange mit Pater Franklin diskutiert, ob wir das Kind kaufen und mitnehmen. Aber er hat gesagt: Nee, das braucht ihr nicht mitzunehmen, weil das Kind hat eine Chance. Das Kind hat Eltern und das Kind kann, wenn es größer ist, betteln gehen und kann sich also seine Nahrung selbst kaufen. Und so haben wir dann entschieden, wir nehmen das Kind nicht mit. Und auf dem Rückflug nach Deutschland haben dann meine Frau und ich im Flieger entschieden, wir tun was. Und so haben wir dann entschieden, dass wir die Indienhilfe Deutschland gründen, was wir dann 4 Wochen später, also im Dezember 2008, getan haben. Aber das muss schon ein Moment gewesen sein, der ziemlich in Ihnen gerührt hat, weil Sie ja dann auch total schnell gehandelt haben. Ja, es war sehr erschütternd, weil es ist ja Menschenhandel live. Und wir hatten damals unser drittes Kind, war gerade 1 Jahr alt, und wir haben gesagt, das Baby würde auch gut dazu passen. Dann hätten wir 4 Kinder, aber leider ging es nicht. Und so haben wir gesagt, so helfen wir ihm und den Kindern, die keine Chance haben. Und da kam die Idee,
eine Organisation zu gründen. In den Schulen von Father Franklin erhalten die Kinder eine schulische Ausbildung, das haben wir schon gehört. Es geht erst mit der Grundschule, dann kann man eine weiterführende Schule besuchen. Es gibt aber auch schon Möglichkeiten für jüngere Kinder, also 2-3-Jährige. Wir haben das eben schon gehört, Kinder, die keine Eltern haben, die dann auch keine Zukunft vor sich haben. Die können in Kinderhorte gehen und sie können in Kindergärten gehen. Lernen die da Ähnliches? Werden da ähnlich aufgenommen wie Kinder in Deutschland oder gibt es da erstmal ganz andere Dinge? Also das Wichtigste ist erstmal, dass die Kinder aufgenommen werden und es sind Kinderhorte, das heißt, es ist ein großer Raum, wo Lehrerinnen sind und die Kinder lernen erstmal zusammen zu bleiben. Normalerweise laufen die Kinder ja überall rum, aber da sind sie auf dem Gelände, lernen dann zusammen zu sein, lernen die hygienischen Grundbedürfnisse, also Zähne putzen, Haare waschen, sich zu duschen und so nach 4-5 Wochen beginnt dann die Beschulung. Das heißt, dann bekommen sie Unterricht, lernen lesen und schreiben. Und nach einer gewissen Zeit geht es dann zum Übergang in die Grundschule. Und da sind sie dann bei uns in den Hostels, gehen ganz normal zur Grundschule und haben einen ganz geregelten Tagesablauf. Das ist der Way of Education, den Sie beschreiben. Also es gibt wirklich bei Ihnen eine Linie darin, wie, wann die Kinder aufgenommen werden und was, wie sie dann dieses durchlaufen können, damit sie eben auch eine größtmögliche Zukunft vor sich haben. Genau. Das Ziel der Indienhilfe ist ja vor allem Hilfe zur Selbsthilfe. Und dann haben wir diese Schullaufbahn. Das ist dann alles sehr schön. Da sind die Kinder sicherlich auch ein Stück weit behütet und die Jugendlichen. Und dann kommen sie raus ins wirkliche Leben. Und das Leben heißt Indien. Die Straßen in Indien, die Arbeitsplätze in Indien. Gerade für Mädchen, habe ich gelesen, ist es nicht besonders einfach. Warum ist es für Mädchen gerade nicht besonders einfach und wie steuern Sie dagegen? Sie haben da verschiedene Projekte. Also Mädchen sind weiterhin in Indien zurückgesetzt. Es zählt der Junge. Mädchen werden auch bei den Armen, ich sag mal, nicht akzeptiert. Wir haben dann gesagt, wenn die Kinder in der 10. Klasse sind oder in der 12. Klasse, brauchen wir eine Berufsausbildung. Und für Mädchen hat Pater Franklin dann zusammen mit uns ins Leben gerufen eine Krankenschwesterausbildung, eine Nähschule. Mittlerweile haben wir 3 Nähschulen und bilden pro Jahr 60 Näherinnen aus. Für die Jungs haben wir gesagt, wir brauchen eine handwerkliche Ausbildung. Da haben wir also in Südindien einen Unterstützer gefunden in Coimbatore. Und da werden Mechatroniker und Schweißer ausgebildet, nach deutschem Standard, nach deutschem Vorbild. Und das heißt natürlich, wenn die Kinder da abschließen, haben sie eine Chance am Arbeitsmarkt. Wir haben auch vor 2 Jahren versucht, die ersten 5 Mädchen hinzuschicken, aber das hat leider nicht funktioniert, weil die Mädchen haben so großes Heimweh, dass sie wieder zurück nach Bhopal sind. Aber Sie sagten, diese Nährenschule, ich bleibe da nochmal, das ist ja auch etwas, wo Sie dann zum Abschluss eine Nähmaschine dann verschenken, eben auch durch Spendengelder, weil das total wichtig da ist, unabhängig zu sein, auch von diesen ganzen Fabriken, die wir ja kennen. Ja. Also wir bilden nicht Näherinnen aus für Fabriken. Wir haben das zusammen mit einer deutschen Nähmeisterin aufgebaut. Die Ausbildung läuft 1 Jahr. Sie lernen an mechanischen Nähmaschinen, sie lernen an elektrischen Nähmaschinen und am Ende des Jahres wird eine Abschlussprüfung gemacht, wo Kleider genäht werden und die Schülerinnen bekommen dann eine Nähmaschine, eine manuelle, sie bekommen Stoffe, Garne, können dann zurückgehen in ihre Familien, können Kleidung nähen und können diese verkaufen und mit dem erworbenen Geld können sie dann die Familie und sich und ihre Kinder selbst ernähren. Ja, das ist dann Hilfe zur Selbsthilfe, genau. Father Franklin, in Deutschland bekommen Kinder zum Schulbeginn einen Ranzen und eine Zuckertüte. Darin sind Süßigkeiten und Spielzeug. Die Kinder, die zu Ihnen kommen, die kommen ohne jegliches Hab und Gut. Deshalb bekommen sie einen Koffer, wenn sie bei Ihnen sind. Darin sind Dinge wie eine Decke, eine Zahnbürste und 2 Stifte. Können Sie den Moment beschreiben, wenn die Kinder den Koffer öffnen? Ist das ein emotionaler Moment? Wenn die open, is whole life is in that. Wenn sie den Koffer öffnen, das ganze Leben ist darin. Sie bewahren dort alles auf. Ihren Teller, ihre Kleidung, ihre Schuhe. Sie bewahren sie auf, sie verschließen den Koffer. Sie haben nichts anderes. Deshalb passen sie auch sehr genau darauf auf. Den Schlüssel hängen sie um ihren Hals, damit niemand ihn nehmen kann. Das ist eine große Freude für Sie. Was fühlen Sie, wenn Sie das sehen? Ich bin glücklich. Wenn die Kinder glücklich sind, bin ich glücklich.
Die Menschen von hier schenken den Kindern mit den Koffern Freude. Ihnen gehört etwas. Das macht mich glücklich. Aber da gibt es ein Problem, denn sie können nur 200 Kinder aufnehmen. Jedes Jahr 200, jedes Jahr. Es kommen Tausende. Ich bin so traurig. So traurig, sie zurückzuschicken. Sie haben kein Glück. Manche kann ich aufnehmen, manche nicht. Das ist wirklich sehr traurig. Manchmal kann ich nicht schlafen. Was passiert, wenn sie zurückgehen? Sie können sterben. Ich bin nicht verantwortlich, aber ich bin sehr traurig. Sehr traurig. Und dafür brauchen Sie mehr Geld. Ja, ja, ich habe ihm und der Indienhilfe erzählt. Ja, wir möchten Land kaufen. Wir möchten ein weiteres Center bauen. Für mehr Priester und für viel mehr Kinder. Schauen Sie, was wir in Bhopal haben. Das ist ein wirklicher Himmel. So viele Kinder, tausende Kinder spielen. Sie haben Essen, Kleider. Auf der anderen Seite gibt es Kinder, die das alles nicht haben. Sie haben keine Chance. Wir wollen ihnen eine Chance geben. Glauben Sie, Sie können die indische Gesellschaft mit dem Projekt ändern? Natürlich. Bildung ist ein Muss. Das Beste für Indien ist Bildung. Durch Bildung würde sich ganz Indien verändern. Es gibt aber Menschen, die möchten den Kindern keine Bildung geben. Sie möchten sie wie Sklaven halten. Wenn sie morgen Bildung hätten, wären sie keine Sklaven mehr. Es sind intelligente Menschen. Deshalb müssen wir daran arbeiten, dass sie Bildung erhalten. Bildung ist ein Muss. Erst damit ist menschliches Leben wirklich möglich. Wir merken das ja auch immer wieder in Deutschland. Hier gibt es so viele IT-Spezialisten aus Indien. Sie sind clever, sehr clever. Aber sie müssen eine Chance haben. Jemand muss ihnen die Hand reichen. Und das machen wir mit unserer Missionarsgesellschaft. Wir geben ihnen die Hand, damit sie etwas erreichen. Und das werden wirklich gute Bürger. Im Leitbild der Indienhilfe, Herr Fnur, da steht es schwarz auf weiß, ich habe es nachgelesen, wir brauchen nicht die Welt zu verändern, es reicht schon ein wenig Mitgefühl und die Bereitschaft, einen Bruchteil des eigenen Wohlstands mit anderen Menschen zu teilen. Für mich heißt das erstmal, ja, da ist auch mit kleinen Spenden viel möglich. Können Sie das mal beziffern, wie viel, also jeder Euro hilft, das sagt man immer, aber wie viel hilft denn wirklich? Also wenn ich sage, was kann ich denn mit einem Euro, mit 5 Euro, mit 10 Euro tatsächlich bewirken? Also wir haben uns lange mit Pater Franklin auseinandergesetzt und mit einem Euro kann er 5 Kilogramm Reis kaufen in Indien. Und diese 5 Kilogramm Reis reichen, um ein Kind einen Monat lang zu ernähren. Wir brauchen 22 Euro, um ein Kind einen Monat lang zu ernähren, zu beschulen, einzukleiden, Unterrichtssachen zu geben und natürlich auch die Unterkunft zu stellen. Und das ist gegenüber deutschen Verhältnissen noch ein kleiner Bruchteil, aber er hilft. Die Kinder kommen zu Ihnen, sie sind froh, dass sie eine schulische Ausbildung bekommen, dass sie in die Zukunft blicken können. Aber es ist auch schon der Moment, dass die Kinder ihresgleichen haben, dass sie unter Kindern sind, dass sie eine unbeschwerte Kindheit haben, oder? Also wenn die Kinder zu ihm kommen, wollen die nicht bei ihm bleiben. Weil das sind sie ja nicht gewöhnt. Es dauert eine gewisse Zeit für eine Eingewöhnung und dann verstehen die Kinder auch langsam, dass es wichtig ist, eine Gemeinschaft zu haben, eine Ausbildung zu bekommen und dann lernen die. Und auf dem ersten Rückweg hat meine Frau gesagt, kennst du den Unterschied zwischen deutschen Schülern und indischen Schülern? Dann habe ich damals gesagt, nein. Und dann sagt sie es ganz einfach. Die indischen Schüler freuen sich, wenn sie in die Schule reingehen. Und die deutschen Schüler freuen sich, wenn sie rausgehen. Und dadurch bilden sich natürlich bei ihm, je älter die Kinder werden, richtige Gemeinschaften. Und die leben ja auch in den Hostels, in dem Mädchenhostel, in dem Jungenhostel, leben die ja Tag und Nacht zusammen. Also das sind ganz starke Gemeinschaften. Und die haben natürlich dann auch eine Chance am Arbeitsmarkt, weil sie sind nicht alleine. Und im Hintergrund haben sie natürlich Pater Franklin und die anderen Priestern und Schwestern. Und so funktioniert das sehr gut.
Gibt es Feedback von den ehemaligen Schülern? Kommen die und sagen, ich kann jetzt das, mir geht es jetzt so, ich kann meine Familie ernähren? Also es gibt ein großes Feedback. Franklin wird des Öfteren dann wieder von den Absolventen angerufen. Und er hat auch einen Vertrag mit den Absolventen. Wenn die einen Job bekommen, zahlen die 10% ihres Einkommens zurück an die Organisation, damit weitere Kinder wieder eine Chance bekommen. Also auch wenn sie älter sind und im Berufsleben stehen, sie haben immer noch einen Bezug zu Pater Franklin und zu der Organisation. Okay. Father Franklin, eine Frage noch. Haben Sie einen Traum für Indien, besonders für die indischen Kinder? Ja, mein Traum ist, das sage ich Ihnen, die Bildung. Wenn die Kinder Bildung bekommen, wird ganz Indien sich verändern. Indien ändert sich derzeit nicht, weil wir ihnen keine Bildung geben. Die Lehrer müssen hart arbeiten, besonders die Lehrer der öffentlichen Schulen. Sie müssen sich für die Kinder einsetzen. Ganz Indien würde sich komplett verändern, wenn die Regierung sie gut ausbilden würde. Besonders auf Grundschulen, wo die Kinder richtig lernen könnten. Die Lösung des Problems der Armut in Indien ist Bildung. Es gibt keine andere. Denn alle Probleme kommen davon, dass die Kinder keine Bildung erhalten. Ich bin mir sicher, durch Bildung würde sich ganz Indien verändern. Da bin ich mir sicher. Das ist mein Traum. Thank you very much. Vielen Dank, Herr Fluor. Thank you, Father Franklin. Danke.